Herzlich willkommen bei S21bau.tv. Ich weiß nicht, ob man mich hört. Hier bläst der Wind, gleich kommt der Sturm. Ja, ich habe gestern ein Video gemacht. Leider gab es ein bisschen Ärger mit dem Fokus. Aber heute kann man schön scharf stellen. Und zwar, was ich von hier zeigen möchte. Das ist noch in der S-Bahn. Ja, wir haben gestern auch die Armierungsarbeiten angeschaut. Die sind ja hier im Baufeld 12 sehr weit fortgeschritten. Die einzelnen Gleistracks sind schon fast alle gegossen. Also hier, das ist die I6, Bahnsteig 3 und die 5. Also 5 und 6 sind noch nicht gegossen, aber alle anderen. Hier ist die Fahrspur, Bahnsteig 2. Und hier sieht man es deutlich. Und Bahnsteig 1. Das Gleis 1. Und daneben ist noch mal ein bisschen Platz. Es wurden einige Fragen gestellt. Also ich habe die Unterlagen jetzt nicht im Kopf. Das sind einfach. Einfach ein Servicebahnsteig, nehme ich an. Die Frage kam auf, als ich Gleis 8 gefilmt hatte, dass da noch so viel Platz ist. Aber das ist ja sinnvoll, dass der Zug nicht an der Wand entlang schleift, sondern dass da noch ein Servicezugang ist. Für die Belieferung und auch vielleicht für Notfälle. So, dann schauen wir noch mal ein bisschen um die Ecke rum. Hier nochmal einen Blick auf den Nesenbach-Dülke-Kanal. Das sieht genauso aus wie die Pariesische. Ja. Einfach nur ein bisschen kleiner.
ist jetzt hier die Rasse illegal. Bisher ist es illegal. Ja. Dann hat es immer sehr, was ist illegal, was nicht, was auch jetzt die Polizei, was kann es alles Aber hast du das zurückgeschmuggelt oder was? Nein, das war ja Zoll. Ja, und dann testet er dich? Der darf dich nicht einfach so testen. Jetzt gerade war der Fernwärmeanschluss. Wir haben schon einige Mal darüber berichtet. Der liegt jetzt unter der Baulogistikstraße und läuft dann in den Medienkanal und unter dem Trog hindurch bis auf diese Stelle da drüben. Ja. Und hier kommt er wieder raus. Und müsste er dann wieder in die Richtung laufen. Bin ich mir jetzt nicht sicher, ob das hier entlang läuft. Oder hier hinten. Jedenfalls möchte ich hier natürlich nochmal auf das Gerüst vom Kirchstütze schwenken. Vielen Dank an dieser Stelle auch für den Link, den der Kollege geschickt hat, bezüglich der Firma, die das Gerüst liefert und aufbaut. Neu können wir sehen, das Gerüst der vierten Kirchstütze vom unteren Teil ist jetzt in Betrieb genommen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.